Nach 1,5 Jahren Bauzeit wurde in Bad Gleichenberg der Zu- und Umbau der Tourismusschulen Bad Gleichenberg im Rahmen einer glanzvollen Eröffnungszeremonie gebührend gefeiert. Ranghohe Vertreter des Landes Steiermark, der steirischen Wirtschaft, der bauausführenden Firmen sowie Gönner und Unterstützer der Schule hatten es sich nicht nehmen lassen. Das prachtvolle Bauwerk, das sich trotz seiner imposanten Architektur harmonisch in das Ortsbild einfügt, genauer zu inspizieren. Den Festakt nutzten zahlreiche Redner, darunter Landeshauptmann Franz Woves und sein Stellvertreter Hermann Schützenhöfer, um auf die Bedeutung der Schule und eine hochqualitative Ausbildung, wie sie in den Tourismusschulen stattfindet, hinzuweisen. Im Zuge eines Galadinners ergriffen außerdem Bürgermeisterin Christine Siegel und die Schulleiter Direktor Wolfgang Haas und Peter Kosbach das Wort. Auch Justizministerin Beatrix Kadl sah das neue Schulgebäude zum ersten Mal und war sichtlich beeindruckt. Das Gebäude ist großartig, es ist modern, es ist hell, es ist freundlich. Also es ist wirklich der richtige Rahmen für eine ausgezeichnete Ausbildung, die die Schülerinnen und Schüler hier genießen dürfen. Einige Musik- und Showeinlagen zeigten, dass die Schüler weit über ihre eigentliche Ausbildung hinaus für noch viel mehr im Leben gerüstet sind. Insgesamt stellt die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten ein wahres Highlight in der Geschichte der Schule dar, auch für den Auftraggeber. Naja, Sie müssen sich vorstellen, dass wir eine verschiedene Ideen gehabt haben im Vorfeld und wir wussten nur, diese alte ehrwürdige Gebäude, die brauchen eine neue Hülle. Und es hat natürlich gedauert, einmal festzustellen, was wollen wir selber. Die Investition von über 8 Millionen Euro wird die Schule in vieler Hinsicht bereichern. Denn mit dem zentralen, behindertengerechten Zugang, dem Empfangsbereich mit Hotelcharakter, neuen Internats- und Klassenzimmern sowie einer neuen Lehrküche wurde der Schule neues Leben eingehaucht. Für die außergewöhnliche Architektur zeichnete ein Grazer Architektenteam verantwortlich. Ja, der Grundgedanke ist natürlich, dass man zwei alte Gebäude mit einem neuen Gebäude in der Mitte zusammenbindet und eine neue Funktionalität für diese drei Gebäude schafft. Das ist eigentlich das zentrale Thema. Aber das, was wirklich wichtig ist dabei, ist, dass das Ganze dann in eine Atmosphäre gebracht wird, die dem entspricht, was eigentlich das Anforderungsprofil an eine solche Schule ist, von einer solchen Bedeutung. Nach der Segnung der neuen Räumlichkeiten und dem Abspielen der Landeshymne konnten die Gäste den neuen Schultrakt bei individuellen Führungen noch genauer kennenlernen. Eines steht jedenfalls fest: Die Tourismusschulen Bad Gleichenberg haben ihren Status quo als einzigartige Bildungsstätte mit weltweit hervorragendem Ruf jetzt auch optisch eindrucksvoll gefestigt.